Und wenn man mittags mal Glück hat, dann sieht man doch noch mal welche auf dem Feld rumrennen. Doch noch nicht all dort geschossen von der Jäsche. Da sind sie. Und essen in der Sonne. Ja, schüttelt euch mal schön. Ich bin kein Jäsche, ich bin nur einer, der euch aufguckt. Da ist mir da. Das sind doch tolle Tiere. Da kommen sie Jäger mit ihrer Flinte und schießen sie einfach tot. Wunderschön. Ihre weiße Puppe ist hier. Ganz viele. Von denen wird man viel, viel mehr sehen, wenn nicht die Jäger mit ihren Schießgewehren durch die Lande laufen würden und die einfach kaltblütig umlegen würden. Viel mehr wird man von denen sehen. Aber so müssen die ja ständig auf der Hut sein. Und deswegen sieht man sie nicht mehr so oft. Ich habe sie gerade durch Zufall entdeckt. Die Autos machen denen nichts aus. Das sind die gewohnt. Eine schöne Familie ist das. Die Tiere braucht. Die Säugetiere. Sie sind Vegetarier, genauso wie ich. Ich esse kein Fleisch. Vielleicht ab und zu mal ein Würmchen oder so. Aber doch keine Artgenossen. Ich könnte eine Stunde lang zugucken. Gemacht. Kann man sie noch mal ein bisschen sehen. Das sind so tolle Tiere. Nur Herzlose bringen das übers Herz, die umzuschießen und dann aufzubrechen, wie sie das nennen. Und öfter ist nur Herzlose bringen das übers Herz. Die Bambis. Ich wäre dafür, dass man die Jagd abschafft. Das ist nicht schön.
Hans, passt auf, wenn die anderen fressen. Vegetarier sein, das ist es. Die wilden Tiere des Odenwaldes. Mal langsam ein bisschen näher hingefahren. Das sind freie Wildbahnen, die ist schön. Das sieht man viel zu selten. Das hängt wirklich damit zusammen, dass sie so oft bejagt werden. Und dann sieht man sie halt nicht. Wenn es keine Jäger gäbe, keine Jagd, wird man ganz viele von denen sehen. Das wäre vielleicht eine Augenfreude. Oder was ist in den gefahren, der die abschießt? Da habe ich mich vorsichtig von der anderen Seite erstmal angepirscht. Mit dem Sichtschutz in der Ecke habe ich mich jetzt angenähert. Schön.
Kann es auch einfach sie unentdeckt zu filmen. Der Bock. Ich dachte, wenn man viel Glück hat, nur mit der Ast kann man sowas sehen. Einfach wunderschön. Ich komme immer noch ein bisschen näher ran. Das ist halt toll.